Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, Freunde und Freundinnen des Inns. Willkommen bei Lass mal ein paar Stunden leiden. Und alle so, ja. Ah, hab ich Bock jetzt runter zu rennen. Ich hab so krank Bock jetzt einfach runter zu rennen. Marseille. Einfach, das Leben ist einfach schön, wenn man Marseille hoppen kann. Gibt es auch API mit Lane? Nein, 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 T-Rex gibt's nicht. Heute gibt's einen LoL-Stimulator für Prime. Ah, Service-Nachricht an alle, wenn ihr Twitch Prime habt. Könnt ihr A, euch einen Skin-Splitter abholen und B, könnt ihr drüber nachdenken, mich mehr kostenfrei zu unterstützen, wenn euch das gefällt. Und wenn nicht, könnt ihr auch andere Streamer mehr kostenfrei unterstützen, die vielleicht einfach besser spielen als ich. Das ist auch eine vollkommen legitime Wahl. Aber Hauptsache ist, ihr zieht Jeff die 2,50 aus der Tasche. I like this actually. Bis auf den Fizz mache ich das gerne, den Silia das auch. Ach, aber... Oh, Nixon, mit einem geilen Sub dabei. Vielen, vielen Dank. Gibt's auch ungeile Subs? Es gibt niemanden ungeilen in diesem Chat. Außer wenn ihr für eure Nachrichten gebannt werdet, dann seid ihr ungeil. I guess I'm ungeil. Du bist ja entbannt, Finnegan, ja. Bin ich ungeil, weil ich das S-Wort schreibe? Da kommen wir dann in den Interpretationsspielraum, ja. Ab da müssen wir dann drüber sprechen. Warte, hab ich dem... Oh mein Gott, ich habe dem gegnerischen Jungler sein Chaco weggebannt. Oh, das tut mir aber leid. Ich hätte dir ja so gerne deinen Main Champ gegeben. I'm very... Ignite? Es tut mir ja wirklich leid. Bei der Lisa in Mitte? Mit Ignite. Ui. Okay. Ein Hoch auf unseren Anführer. Ich würde mich jetzt nicht als Anführer bezeichnen. Als demokratisch gewählter Vorsitzender. Können wir uns darauf einigen? Können wir hier was holen? Ah ja, und eben was holen können. Schlecht von mir. Keine W-Cancel benutzen, gar nichts. War eine generelle... Ja, komm. Bist du dumm? What the fuck, Rengar? Das war eine greedige Katze, Alter. Der ist Level 4, ein Level 4 Rengar ohne Items. Was soll der fighten? Richtig nichts. So, was ist das hier? Das Ding ist, ich muss unbedingt den hier töten. Ich kann den aber smiten. Zur Not. Für die Schnelligkeit, aber brauche ich nicht. Nee, die Battle ist weg. Okay, perfekt. Jetzt hätte ich nämlich 6 von der Kröte. Und jetzt geht's ab. Die sind 2 Level unter mir, die Botlane. Das ist halt wild. Ach, so geil, Mann. Wer ist das? Das ist Fizz, Level 5. Fizz Level 5? Das hast du nicht durchdacht irgendwie. Schade. Kriegt ihr den doch? Wenn ihr die kriegt, ist das Wurf. Ihr kriegt sie nicht. Ah. Ihr kriegt sie doch? Ah! Ihr kriegt sie nicht. Ah, okay. Ist okay. Ich gehe jetzt Topside clearen, dann... Ach, actually, ich kann den Drake aber nicht so lassen, oder? Weil der Rengar ist in der Nähe. Aber der Rengar hittet 6 und dann macht er mich, glaube ich. Obwohl, macht er mich mit 6? Ich weiß es nicht mehr. Shaco Top ist so nice, legit. We have successfully identified a Pink Ward Watcher. Pink Ward spielt Shaco Top und da sieht das cool aus. Aber ich sag's dir, wie es ist, das ist wie mit Yi-Top. Leute, die das können, bei denen sieht das toll aus, aber eigentlich bringt es überhaupt keinen Spaß. Sei leise und nimm mein Geld, traute Erfahrung, Starnflora. Okay, stummer Stream ab sofort, ich sag nichts mehr. Ich mach Mikro aus einfach, okay, Herr Schubert? Reicht dann auch. So, ziehen wir jetzt Drake? Ne, wir catchen den hier einfach auf Guard, ne? Weil der wird hier durchlaufen wollen. Wird er actually nicht. Das heißt, er wardet jetzt aber Drake Pit und da habe ich keinen Bock drauf. Er wardet Drake Pit nicht? Er läuft hier vorbei, ohne zu warden? Was bist du denn für ein Supporter? Ich bin halt so ahead im Jungle. Also der Rengar kann halt legit einfach nichts machen eigentlich gegen mich. Jo, ihr Double-Stunty und geht da nicht rein? Auch ein Flex? Ja, ich will kein fucking Fist-Diven, Mann. Hab ich echt kein Interesse dran. Der steht auf 0-3. Der ist echt schon useless. Schade, ich musste leider verfrüht Qen, weil ich die lieber die Fizz-Ult dodgen wollte, als den Stun zu kassieren. Als den Stun zu dodgen. Ja, war aber eine gute Entscheidung. Oh mein Gott, das war ja so wild für unser Team. Oh, holy fuck, und das ist so ein geiler Back für mich. Oh, was ist das denn? Ein erstes Game darf nicht so laufen. Was ist denn da los?
Und wir kriegen direkt eine Shelly wo jetzt? Top Lane? Ach, beautiful. Hätte ein bisschen später sitzen sollen, war. Aber trotzdem, nice one. Ich muss sagen, dieser Jinx-Trend, ja, Sachen zu jinxen, für eine abergläubische Praxis, finde ich, ist das ein bisschen zu sehr gefestigt in der Online-Welt, ja. Normalerweise hasse ich so abergläubischen Shit. Weil das halt so giga irrational ist. Und ich weiß, es ist Meme, bla bla, haha, XD, get jinxed. Aber ist schon recht universal, oder nicht? Aber es passiert so oft. Das ist Confirmation Bias. Oder nee, Survivorship Bias ist das. Du bewertest nur die, wo stimmt, und nur die behält man. Ach du Kacke. Jo, wie er überlebt! Moment, das sind Kills für mich. Hä? Ja gut, dann benutzt du halt deine Ulti, das ist okay für mich. Oh wait, ich bin low. Das habe ich nicht ganz durchdacht. Schwierig, wenn ich Doppelbombe fange, bin ich halt dead. What the fuck? Okay, wie habe ich das verkackt? Sie intet und ich verkack das. Wie zur Hölle habe ich sie nicht getötet? Nicht vom Damage her, sondern ich habe irgendwo einen Autotext nicht rausgegangen, von dem ich dachte, dass er rausgeht. Das war kinda weird. Oder war ich gestunt doch? Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall unfortunate. Ist das nicht Attentional Bias? Okay, gut, dafür weiß ich es nicht gut genug. Es passt irgendwie zu der Flugzeuggeschichte, weil du nur die bewertest, die am Ende positiv ausgehen, weißt du? Obwohl, nee, da. Nee, gar nicht wahr, das ist was anderes. Nee, du hast vollkommen recht. Auf jeden Fall ist es irgendein scheiß Bias. Wovon ich ausgehe, was ich meine, auf jeden Fall. Ja. Man denkt, es stimmt so oft, weil man sich halt nur die merkt, wo es gestimmt hat. Welche Taste spammst du in einer Q? Q. Surprise. Ich reduziere meine LPM auf die einzig wichtige Taste als Master Yi Main. Selbst wenn sie auf Cooldown ist. Okay, I like this. Hinter mir Silian, das mag ich nicht. Oh fuck. Er hat schon wieder Ulti? Are you serious? Dankeschön. An dem Fizz habe ich kein Interesse, der hat eh. Was ist denn der Cooldown auf Silian-Ulti, Mann? Ich hasse diesen Champion. Wirklich. Ist halt ein Free Sonya fürs Gegnerteam. Genauso wie Kayle. Warte mal, ich kann doch Rengar. Warte mal. Oh mein Gott, Rengar kommt jetzt hier in die Hälfte vom Jungle. Ich kann den einfach verschwinden lassen. Und ich habe sogar einen Deep Ward da unten. Rengo! Rengo? Oh, Fizz. Hat kein Sonya, das mache ich actually auch. Was ist das denn? Rengo ist Botside? What the fuck? Ich verstehe gar nichts. What the fuck? Aber der Ringer geht jetzt Topside, wo er keine Camps hat. Oh, ich habe mich gezeigt. Aber ich glaube, ich habe mich gesehen. Aber jetzt müsste doch jemand herkommen, oder? Ein Kill für uns? Wenigstens einer. Eine Spende. Nein? Keine Spende. Lame. Jude Dach, darf ich sie introducen zu ich mach Dauer kaputt und gewinne damit das Game? Mach ich sonst nie. Mach ich heute mal. Gewinnt uns gerade das Game. Actually ist das voll die Lüge. Ich habe überhaupt keine Tower kaputt gemacht, dieses Game. Lee, wir haben hier jetzt so ein gruppentechnisches Problem, ja. Du würdigst einfach meine Rolle als Jungler nicht. Du hast mehr CS als ich und bist auch gefeedet. Warum musst du mir noch mein Farm wegnehmen? Das Ding ist, wenn ich halt schnell genug jemanden töte, kann Silian nicht reagieren. Das ist so in etwa meine Theorie hier. Ich glaube, man muss einfach ein bisschen psychologische Kriegsführung spielen gegen Silian. Du musst auf einen gehen. Ich habe jetzt den Damage dafür. Ich gehe auf einen drauf und dann switche ich auf den anderen rüber. Scheiß Doppelbombe. Da war das Ablenkungskonzept fast da, aber eigentlich auch nicht. Schon das neue Splitpusher-Item gesehen. Ja, ich hatte erst ein bisschen Hoffnung, weil die Leute es mit Banner of Command verglichen hatten. Weil ich Banner of Command... Das wäre so ein Item gewesen, ja, wenn das jetzt wieder ein aktives gewesen wäre oder sowas. Hätte ich straight im Jungle gebaut, hätte ich Minions auf Sidelanes enchanted. Aber jetzt, wie sie es gemacht haben, ist es halt tatsächlich wirklich mal balanced, würde ich behaupten. Von den Stats her, keine Ahnung, da habe ich keine Ahnung von Tank-Items. Kann sein, ob das gut, schlecht ist, bla bla. Aber... Wie die Passive funktioniert, glaube ich, ist eine sehr, sehr gute Methode, um endlich mal Solo-Laner oder die Top-Lane ausschließlich endlich mal in eine vernünftige Position zu rücken damit. Fiora, Yorick so broken? Ja, aber das Ding ist halt, solchen Gegner musstest du vorher nie erhöhte Priorität ja irgendwie zuweisen. Den konntest du existieren lassen und dann hast halt gewartet, was passiert. Jetzt musst du dich wirklich um die kümmern. Jetzt ist die Top-Lane nicht mehr die Insel, die keiner will. Ach du Scheiße. Tunda, geht's dir gut? Okay. Ja!
AD wurde genervt, by the way. Q. Schön, 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 schön. Ränger noch am Leben. Aber ich habe das Gefühl, die haben keinen Bock mehr. Ich bin tot. Okay, ich hatte keine Wesen, sonst wäre die tot gewesen. Ja, unser Lee Sin macht das schon ganz gut, würde ich sagen. Dass unsere Toplane nicht reingeintert hat, hilft auch. Dass unsere Botlane nicht reingeintert hat, hilft auch. Dass ich gefeedet bin, hilft auch. Generell würde ich sagen, so von der Ausgangslage generell war das ein Spiel, das war recht stark in unsere Richtung so geneigt, ja. 7-2 Seraphine, 3-3 ADC. Man kennt's. Schön. Schön Double Explosion am Ende. Sauberes Teil, gut getimed. How to make Elo in 2021. Easy Tutorial by Master JOTP. Please subscribe and yes, thank you for watching. I have acquired multiple layers of English proficiency, as you can hear. Thank you.